Gut, dann starten wir den Run. Mal schauen, ob wir jetzt hier auch auf fünf Zonen gehen können. Ich habe es ja jetzt schon zweimal leider verkackt, wo ich gleich am Anfang hier Mars-Pull gemacht habe. Meint, ich kann eine ganze Zone pullen, aber das funktioniert leider in Ogrimmar nicht ganz so gut, wie das in SW funktioniert, habe ich leider feststellen müssen. Und dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen chilliger an die ganze Angelegenheit rangehen. Und zwar habe ich hier oben die Zone, habe ich zweimal verkackt, weil da ja, die Affixe tatsächlich ein bisschen beschissener sind. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das ein Ticken anders mache. Jetzt werden wir das so machen, dass ich hier schon ein paar Mobs zusammenpull. Also hier in der ersten Zone, die können eigentlich tatsächlich nicht sonderlich viel. Also die sind jetzt nicht so krass. Die werden wir uns jetzt mal schnappen und alle nach oben ziehen, zu dem einen Dicken. Ich ziehe hier aber noch keine CDs quasi. Und zwar, achso, naja, komm, scheiß drauf, den einen Mob kommt jetzt auch nicht drauf an. Wenn ich am Ende noch einen Haufen Zeit überhaben sollte, kann ich die immer noch wegmachen. Werde ich aber wahrscheinlich nicht. Achso, shit, das muss ich ja aufmachen. Werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich hier halt in den anderen Zonen auf jeden Fall auf Nummer sicher spielen muss und da dann kleine Pulse machen werde. Achso, da sollte man jetzt nicht drin stehen. Okay. Die ziehen wir jetzt mal hier drauf. Jetzt machen wir hier die Explo rein. Die tun wir einmal desorientieren. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Oh, das war nicht gut. Der mich natürlich genau da CC't, wo ich nicht CC't werden wollen würde. Okay, gut. Aber da haben wir 200 geistig. Okay, was ist mit den Viechern? Ich glaube, die Shadow melte ich jetzt mal, weil da kommen immer mehr kleine Viecher. Die Shadow melden wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, die halten mich jetzt zu lang auf tatsächlich. Gut, also ich habe jetzt. Fuck, jetzt bin ich wieder in Combat, ne? Mit Zekan hier unten. Okay, ja, aber ich habe auf jeden Fall jetzt noch Inka ready. Und ich habe HT noch ready. Aber ich habe meine Heilung nicht bereit. Das könnte jetzt gefährlich werden. Aber wir machen jetzt trotzdem hier mal den Big Pull. Und ich habe meinen Laser gar nicht eingesetzt. Fällt mir gerade auf. Warum auch immer ich den nicht eingesetzt habe bei dem großen Mob eben. Aber dann haben wir ihn gleich beim Boss. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, da ist irgendwas, was ich glaube ich interrupten sollte. Nehmen wir mal meine Heilung. Also eigentlich wäre es halt jetzt hier gut, den. Fuck, ich hänge an irgendwas fest. Eigentlich wäre es hier gut, den Laser zu haben. Hier habe ich es letztes Mal verkackt auch. Bei der leichten Zone, weil ich nicht auf mein Life geachtet habe. Okay. Ach shit, ich muss ja die Dinger aufmachen. Hier, stimmt, ich muss ja die Teile anklicken. Aber das hat jetzt zum Beispiel geklappt. Und ich. Ah, fuck, ich habe vergessen, jetzt HT zu ziehen. Ich wollte hier eigentlich HT ziehen. Ja, du, keine Ahnung. Ja, man merkt den Schlafdefizit, den ich habe. Oder das Schlafdefizit, keine Ahnung. Artikel wollen auch nicht mehr. Egal. Bei dem Boss brauche ich jetzt aber nicht den Cooldown ziehen. Also Heldentum an sich jetzt. Weil der eigentlich nichts kann. Den kann ich einfach wahrscheinlich tot lasern. Fuck, okay, es hat nicht ganz gereicht. Ach komm, er hat mir das Instant nochmal gegeben. Jetzt muss ich durch die Welle durch. Hilft nichts. Ah. Scheiße. Okay, das hat nicht so ganz gereicht. Ich ziehe jetzt einfach HT. Beim nächsten Mob-Pack. Scheiß drauf. Ich muss es halt relativ früh am Anfang ziehen, dass ich am Ende nochmal HT ready habe. Das ist halt die Sache. Ich will beim Endboss nochmal HT ready haben und nur einmal HT zu ziehen ist halt wasted. Jetzt ist halt das Problem, dass ich einen Flügel schon durch habe und mein HT noch nicht benutzt habe. Hier muss ich glaube ich stehen bleiben, ne? Immer. Ja, das habe ich das letzte Mal schon falsch gemacht. Wenn der Rand so lila wird, dann muss ich stehen bleiben. Also falls ihr das hier auch macht und ich habe hier einen Mars-Pull gemacht, ne? Und ja, nehmen wir den noch ran. Hier darfst du halt echt. Ah fuck, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ich sag's eben noch. Alter, ich bin geslowt des Todes. Wenn der Rand lila wird, muss ich jeden Fall einen Stopp machen. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 100 irgendwas? Ach, fuck, ich Vollidiot.
Der hat aber nicht viel Life, ne? Krieg ich den noch umgehauen? Nee, komm, wir machen jetzt mal echt auf Nummer sicher. Ich mach richtig auf Nummer sicher diesen Run. Wir machen keine riesen Marspuls. Wir machen keine Spirenzchen. Okay, achso, da muss ich wahrscheinlich auch rausgehen, oder? Aus dem Ding. Passt eigentlich. Was macht der jetzt? Okay, aber Ding habe ich voll. Jetzt haben wir die erste Orb verbraucht, sehr früh. Und hier. Okay, das war jetzt eigentlich richtig dumm, wie ich es gemacht habe. Weil ich krieg von dem 200 Dings wieder. Jetzt habe ich hier Inka nochmal ready. Aber die muss ich interrupten. Weil sonst tun sie genau das machen mit mir. Ja, okay, die hätte ich nicht alle pullen sollen. Jetzt bin ich natürlich wieder durchzählt in der Void Zone. Alter, jetzt bin ich wieder betäubt. Jetzt sterbe ich noch, wenn es blöd läuft. Explosion. Ja, also hier darfst du echt nicht mehrere pullen. Das geht halt tatsächlich nicht gut aus. Du wirst nur durchzählt dann. Weil ich kann sie auch nicht alle interrupten, ne? Ich dachte, komm, ich habe Inka ready. Da wären wir wieder greedy. Ist das da hinten nochmal ein Elite-Mob? Aber den kann ich da wahrscheinlich dazu pullen, oder? Die können ja jetzt nicht. Also, jetzt muss ich wieder stehen bleiben hier. Na super. Jetzt kommt da natürlich eine RE-Fläche und ich muss stehen bleiben und darf nicht moven. Aber jetzt ziehen wir bei dem mal nicht meinen. Achso, da müssen wir da raus. Bei dem ziehen wir jetzt mal nicht hier meinen Laser. Sondern da müsste ja gleich ein Boss kommen. Oder? Hab ich noch irgendwas? Ah, da kommt der Boss. Und der hat mich das letzte Mal aus. Fuck, da kam wieder das Ding und ich habe nicht aufgepasst. Das mit diesem lila Randbildschirm, ne? Ich habe das einfach nicht drauf. Einfach unfähig anscheinend. Aber ich hatte das letzte Mal das hier immer o als Overlap. Da kam dieses Nicht-Moven, das hier. Ja super, jetzt kann ich da nicht rauslaufen. Ich versteh's halt nicht, was ich. Ach, ich muss warten, bis die Kugeln nach außen gehen. Ah! Alter, da verrierst du richtig viel Corruption. Hat er das gesehen? Macht er wieder den Ring, ne? Kann ich dem outrangen den Ring? Ah, ich hätte den. Ja, super, jetzt bin ich wieder desorientiert von dem anderen Ding. Und wieder hier drin gestunt, aber der Boss ist. Schau mal, es hat mich mein. Also, den Boss, ich spiele ihn anscheinend ziemlich schlecht, ne? Deswegen, ich habe so viel Corruption eben verloren, weil ich es anscheinend überhaupt nicht drauf habe. Jetzt gehen wir mal hier einmal raus. Oh, da kam das Ding schon wieder. Ja, ich mache das schon richtig gut hier. Also da kannst du nicht rein. Jetzt kann ich das Viertel mal machen und das als andere als letztes. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt noch alles schaffen kann. Das haben wir natürlich schon hier arg verkackt, tatsächlich. Jetzt ziehen wir die einfach mit, hauen sie noch um. Dann muss ich da hinten halt schon wieder orben, ne? Tatsächlich. Kann ich die da rausziehen? Nee, das ist ein Tentakel, das wird nicht funktionieren. Allein der Boss hat mir übelst Sanity gekostet. Also richtig, richtig viel. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Ja, gut, die kriege ich noch umgehauen, oder? Die zwei hier. Hundert irgendwas, ja, das geht aus. Okay, jetzt stelle ich hier meine zweite Orb auf. Das ist halt schon echt bitter. Ich habe erst zwei Viertel da down und muss halt jetzt schon die nächste Orb machen. Okay. Gut, jetzt müssen wir hier. Achso, wir müssen mit Garona quatschen. Also ehrlich gesagt, ich finde SW fand ich wesentlich einfacher, weil SW kann man einfach easy durchhatschen und alles einfach wegcleaven. Das geht hier halt nicht so gut tatsächlich. Hier die Mobs. Ja, jetzt macht er schon wieder seinen Kack. Dieser dumme Stun, das ist halt dieser Kack-Non-Elite-Mob. Du kannst sie nicht zusammenziehen, das kannst du echt knicken. Er hat halt nichts an Life, aber er tut dich betäuben. Du bist in der Void Zone drin und es fickt dich einfach. Das ist keine Ahnung. Es ist so ätzend. Ich will lieber alles zusammenziehen. Hier, er schon wieder. Ja, aber ich habe keinen Interrupt ready. Ah, aber die sterben halt einfach an meinen Dornen. Ne? Also die haben halt sowas von kein Leben, die Mobs. Aber die CCs sind halt richtig eklig.
Und hier wastest du halt richtig viel Zeit, um das ganze Zeug anzuklicken. Aber HT könnte wieder ready werden, obwohl ich es am Anfang halt suboptimal gezogen habe, tatsächlich. Wo ist jetzt noch was zum Anklicken? Ach, da hinten, den muss ich töten. Komm, den lasern wir jetzt einmal hier. Wir haben nämlich eh keine RE-Mobs mehr. Weißt du, hier diese, den Laser, den ich habe, also hier Anima, der hätte halt die ganzen Mobs instant auseinandergeschossen, aus dem Leben geschossen quasi. Aber dafür müsste ich sie halt zusammenkriegen. Vielleicht könnte ich sie in irgendein Gebäude reinziehen, alle LOSen, dann wird der Cast nämlich abgebrochen und ich krieg sie alle zusammen und kann sie halt dann wegklopfen. Das wäre halt so eine Chance, die ich noch sehe. Was haben wir hier noch? Aber jetzt sind doch alle offen. Nee, das ist tatsächlich nicht gut. Das ist tatsächlich nicht gut. Hütet euch. Hat er mich erwischt? Aber er ist halt gestorben daran. Passt. Okay. Jetzt muss ich halt hier oben noch in das Gebiet. Und das kenne ich tatsächlich jetzt nicht. Also das, da war ich auch noch nie drin hier oben. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch sowas mit dem Rand, ne? Wenn der so lila wird, dann muss ich gucken. Bloß ich weiß jetzt halt nicht, was die Mobs hier können tatsächlich. Irgendwas Krasses können. Ich muss mir jetzt aber. Oh, warte mal, das sieht nach Ah, nee, hier ist schon wieder der Kack. Ich check das, ich sehe es einfach. Ich seh. Okay, jetzt muss man laufen. Ich sehe es einfach zu schlecht, wenn der Rand so komisch farbig wird. Ich kite jetzt so ein bisschen, weil ich noch nicht so 100%. Ah, jetzt wird der Rand wieder, okay. Ah ja, so langsam. Langsam check ich's, aber im nächsten werde ich wieder betäubt werden. Ihr werdet sehen. Und die kleinen Käfer, die machen hier auch so Späße mit mir. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wahrscheinlich hier hoch. Super, er kommt halt eher so schlecht als recht mit. Das war jetzt mehr Glück als alles andere. Okay, ich muss ihn weghauen. Dreckscaster. Und ich müsste ihn irgendwo in ein Ding reinziehen. Komm, da ist noch so ein Boss. Oh, fuck, wenn er dich chart. Oh, das war richtig Sanity Loss. Desorientieren? Okay, was machen die alles mit mir? Ach. Ich wollte da eigentlich ein paar jetzt zusammenziehen, aber. Habe ich nicht mehr so viel Sanity. Aber der bringt mir ja auch wieder. Oh nein, jetzt, ich wusste, dass ich es verkacke. Das ist wahrscheinlich nicht gut, dass sie mich da rauskicken, oder? Da sollst du wahrscheinlich nicht hin. Da drin ist nochmal ein Boss. Schaffe ich den Boss mit so wenig? Wisst ihr was? Ich spiele den Boss mit so wenig Sanity, weil. Oh fuck, da ist das Ding schon wieder gespawnt. Ich bin so ein Shitter. Das ist. Ich habe ja eh noch den Proc, dass ich wieder voll bin. Ich spiele ihn einfach mit. Weiß gar nicht, was der kann. Der hat, glaube ich, irgendwie so Beasts dabei, ne? Ich habe ja dieses Denkeskill, dass ich wieder voll werde, wenn ich abnipple. Okay, hütet euch. Was macht der jetzt? Ah, okay, das hat einen Haufen Sanity ab. What the fuck? Irgendwas mache ich hier ganz schön falsch. Diese Dingsbestien. Krasse Kacke. Okay. Also ihr seht, wir spielen das ganze Ding hier richtig beschissen, ja. Also, aber ich bin das erste Mal in diesen Zonen drin. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier abgeht. Wir haben es jetzt ziemlich beschissen gespielt, aber wir haben noch eine Orb über und sind noch bei 400 und können jetzt den Endboss machen. Ich habe fast alles verkackt, was man verkacken kann. Und es wird halt trotzdem reichen, ne? Aber es ist halt nur 5/4, ne? Also es ist halt ohne Masken oder sowas. Das wird dann schon nochmal wesentlich schwieriger und dann muss man es wahrscheinlich auch besser spielen. Nicht so, wie ich das gemacht habe. Theoretisch könnte ich jetzt hier noch ein paar Mobs mitnehmen, bisschen was abräumen oder so. Und dann, ja, weiß ich nicht. Und dann können wir zum Endboss reingehen. Dann kann ich nämlich vorher dann nochmal die Dinge. Jetzt nehmen wir hier noch ein paar Kisten aufgechillt mit. Okay, lassen wir uns erstmal hier wieder stunnen und kuscheln in der Void Zone. Dass es doch noch spannend wird am Ende. Also ich habe jetzt schon mal groß aufgetönt, ne, dass wir es trotzdem hingekriegt haben, aber ich habe den Endboss ja noch nicht gekillt. Also es kann jetzt immer noch schief gehen, wenn es blöd läuft. Ich glaube es zwar nicht, mit einer vollen Orb dürfte ich da eigentlich keine Probleme haben, aber ne, man weiß ja nie. Gut.
Ich habe auch gleich wieder alle CDs ready. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwo eine Kiste rumliegt. Und nochmal alles mitnehmen. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Können wir noch ein bisschen mehr Punkte rausschlagen. Hier ist noch ein Dude. Den können wir noch töten. Und dann haben wir eigentlich hier soweit alles clear. Kann nochmal ein bisschen Wut pre-stacken. Umso schneller der Endboss liegt, umso besser ist es. Laser haben wir dann auch wieder ready. Okay. Also ich habe jetzt Inka ready, Laser ist ready. Also eigentlich habe ich jetzt Tutti Kompletti alles ready für den Endboss. Ah, also sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Schauen wir mal, wie krass der Dude dann ist. Jetzt tun wir einmal hier. Ach, der hat jetzt hier diese Eber dabei, ne? Sehe ich gerade. Schauen wir mal, was wir an Damage auf ihn kriegen. Prepot, Dings und Druff hier. Achso, HT wollten wir anschmeißen. Ich weiß noch nicht, was diese Eber machen. Diese Eber machen halt irgendeine krasse Kacke, glaube ich. Macht er jetzt hier? Der hat, glaube ich, die Fähigkeit von allen anderen Bossen. Achso, hier die Orb muss ich. Hier, da müssen wir rausgehen. Ist das jetzt? Ach, das Schild muss ich aufhauen, ne? Ich fahre halt als Tank fast 60k auf den Boss, ne? Da weißt du, was los ist. Gut, es war mit HT und ich hatte alles ready. Aber weil ich meine Azerit-Dinger so oben sind, hau ich jetzt gut raus. Okay, da haben wir das jetzt hingekriegt. Also man hat es gemerkt, dass ich nur 4 Stunden gepennt habe, ne? Wenn überhaupt. Aber ich habe jetzt ein Pet auch gekriegt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Mifa, okay. Also Pet haben wir auch noch und wir haben es jetzt ja quasi auch in OG alle 5 Viertel geschafft und ihr habt gesehen, also ich habe fast alles verkackt, was man verkacken kann und es ging halt trotzdem relativ easy. Von dem her gar kein Stress. Für die Masken. Oh, noch ein Pet. Schau mal. Ach, hä? Okay, das habe ich schon. Und was haben wir gekriegt? Ein 445er Item. Das bringt mir tatsächlich gar nichts. Gut. Haben wir nochmal was drin hier. Okay, ja. Gut, dann sind wir durch. Ich kann noch schnell meine Skillung einmal zeigen, mit der ich gespielt habe. Und also halt RE, ne, mit Inka. Und natürlich Gleichgewichtsaffinität. Eigentlich wäre hier besser nicht der Stun gewesen, sondern Dings fällt mir gerade auf, Typhoon ist aber wurscht. Und hier habe ich halt mit den Trades gespielt. Hier haben wir einmal eins von den neuen, dass ich ein bisschen weniger Verderbnis habe, sonst kriege ich da ein bisschen viel Schaden. Gut, okay, dann hat das doch geklappt. Das war, wollte jetzt eigentlich nur eine Probeaufnahme machen. Jetzt haben wir es aber gleich schon hinbekommen. Heißt, kommt als Video rein, deswegen an der Stelle verabschiede ich mich. Danke fürs Angucken und ja, vielleicht schaut er demnächst wieder rein. Ich werde bald mal versuchen, das Ganze mit Masken zu machen. Mal gucken, ob das dann ähnlich gut funktioniert. Dann müssen wir es wahrscheinlich ein wenig clearer spielen und können nicht so verkacken wie eben, wo wir dann in allem stehen bleiben. Aber jetzt weiß ich ja, was die Fähigkeiten sind und ich denke mal, die nächsten Runs werden ein bisschen besser. Gut, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.